Runder Geburtstag für die Friedrich-Ebert-Schule in Wieseck. Auf 50 Jahre kann die Schule zurückblicken. Gefeiert wurde das Jubiläum am Samstag mit einem Schulfest, das ganz unter dem Motto Schule in Bewegung stand. So wurde ein Sponsorenlauf veranstaltet, dessen von den Schülern erlaufene Erlöse der Gestaltung des eigenen Schulhofs und dem Bau von Trinkwasserzisternen in Uganda zugutekommt. Sportlich ging es insgesamt auf dem Schulhof zu. An verschiedenen Stationen konnten sich die Schüler und Besucher sportlich und spielerisch betätigen. So ging es mal darum, Spielfiguren per Magneten auf einem Spielfeld zu steuern und zu positionieren. An anderer Stelle mussten Linien durch ein spiegelverkehrt dargestelltes Labyrinth gezogen werden. Mal mehr, mal weniger Glück hatten die Schüler der Friedrich-Ebert-Schule, die sich am Dosenwerfen versuchten. Und wer schon einmal wissen wollte, wie es sich als Spielfigur in einem gigantischen Tischfußballspiel anfühlt, konnte das als Spieler mal ausprobieren. Aber auch kreativ setzten sich die Schüler der kooperativen Gesamtschule mit ihrem Schuljubiläum auseinander. Unter anderem zeigte der Wahlpflichtkurs darstellende Spiele der Klassen 9 und 10 Szenen aus der Schulvergangenheit, wagte aber auch einen Ausblick in den Schulalltag der Zukunft zur Zeit um das 100-jährige Bestehen der Friedrich-Ebert-Schule.